Apple Watch Series 5 in der Titanium-Version, was man natürlich auch hier ganz gut erkennen kann an diesem imprägnierten Schriftzug. Es ist ansonsten eine ganz normale Apple Watch Verpackung, wie sie derzeit immer im Umlauf ist. Also da ist wirklich nichts Premium Edition mäßiges dran. Ganz normal Standard 0815 zu einem guten Preis. Hier hat man natürlich die Apple Watch und ansonsten hier noch diese kleine Umverpackung, wie es auch bei der Aluminium-Version dabei ist. Hier hat man natürlich seine Wunsch-Armband dabei, das liegt dann ganz unten. Und ansonsten hat man hier die Apple Watch Titanium Edition in der Serie 5. Auch hier noch alles ganz standardmäßig. Ja. Wie es praktisch ganz normal üblich ist, hier macht Apple keine Unterschiede mehr. Ob Premium oder billig, alles ist gleich. Hier ist normalerweise natürlich die Uhr drin. Jetzt natürlich nicht, weil die Uhr, wo hier drin ist, ist da. Gut, dazu später aber mehr. Also hier ist normalerweise dann die Uhr drin, in diesem hübschen, fluffigen Case. Ja. Das macht man einmal raus und tut es nie wieder rein. Was besonders ist, ist natürlich das hier. Das ist normalerweise nicht bei jedem im Lieferumfang dabei. Auch hier noch ein Ladernetzstecker. Der ist bei der 6er nicht mehr dabei. Und ein klassisches Ladegerät. Allerdings noch mit USB-A-Stecker. Also hier hat Apple komischerweise kein USB-C-Ladegerät reingepackt, sondern noch hier einen normalen Ladestecker mit A-Standard. Wer ein neues MacBook hat, hat natürlich hier Pech gehabt oder muss halt hier diesen Netzstecker benutzen. Hier haben wir natürlich jetzt, was im Lieferumfang dabei ist, etwas natürlich das übliche Propagandamaterial, ein bisschen Anleitung, aber natürlich nicht zu viel. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Für so ein Premium-Produkt wirklich unwürdig eigentlich. Das meiste sind natürlich hier wieder hier die ganzen Garantiebedingungen in allen Landessprachen dieser Welt. Und keine Apple-Sticker, die sind anscheinend auch zu teuer gewesen. Hier gibt es auch ein zweites Armband dabei. Und das komplett kostenlos. Und das gibt es auch nur mit der Titanium-Version. Also das kann man auch nirgendwo kaufen. Das hier ist exklusiv für die Titanium-Version kostenlos dabei. Sehr nobel von Apple, bei diesem Preis etwas kostenlos beizulegen. Nicht schlecht, Apple. Vielen Dank dafür. Aber schauen Sie mal jetzt einmal hier diese Titanium Apple Watch an, weil dafür sind wir eigentlich hier und nicht hier, um diese hübsche Anleitung zu bewundern. Die Apple Watch Titanium ist relativ unscheinbar. Der Armband hier übrigens, also ist übrigens schon 5 Jahre alt und dann habe ich auf meinen ersten Apple Watch immer mitgenommen, zur nächsten Apple Watch. Also dieses Sportarmband in Schwarz hebt seit 5 Jahren und ist immer noch sehr gut. Nur eine leichte Abblätterung ganz oben am Knopf, also hier zu sehen. Ansonsten, das Armband ist 5 Jahre alt und immer noch sehr, sehr guten Zustand. Also die sind wirklich sehr gut. Aber kommen wir jetzt einmal zur Uhr selber. Es ist natürlich die Titanium-Version. LTE ist immer dabei. Also man kann es auch nicht ohne LTE bestellen. Ansonsten die Knöpfe, der Knopf, die Aussparung für Lautsprecher und Mikrofone sind absolut identisch. Ja, nur das Finish hier ist etwas anders als zum Beispiel jetzt beim Edelstahl, würde ich etwas sagen. Es ist eben hier Titanium. Titanium ist etwas leichter und stabiler als Stahl, aber auch etwas schwerer als Aluminium. Während wiederum natürlich Aluminium das Schlechteste von allem ist. Es ist zwar natürlich leicht, aber auch sehr extrem kratzanfällig, stellenanfällig. Ja. Ansonsten das komplette Finish hier. Ich hoffe, das sieht man irgendwie in der Kamera. Also ich hoffe es wirklich zumindest. Kommt etwas gut rüber, sodass man hier entsprechend etwas sehen kann. Ich mache mal kurz hier schnell die Armbänder ab. Also das Display ist natürlich gleich, auch zur normalen Edelstahl-Variante. Das Besondere ist eben wirklich nur hier, dass das komplette
Gehäuse aus Titanium ist. Eine Titanium-Keramik, wie halt eben das Apple nennt, weil wahrscheinlich die Rückseite aus Keramik ist. Das heißt, wir haben hier Keramik-Rückseite, Gehäuse selber ist aus Titanium und oben haben wir noch ein Apple Saphirglas, was kein echtes Saphirglas ist, aber immerhin mit Saphirglas-Elementen. Warum ich übrigens auch hier dieses Saphirglas von Apple immer bevorzugt ist, dass es relativ kratz unempfindlich ist, im Gegensatz zur normalen Glasvariante. Was man jetzt hier übrigens auch sehen kann, die Apple Watch ist über ein Jahr alt und was man jetzt sehen kann, ja, wir sehen es nicht. Es sind keine Kratzer drauf zu sehen und das ist doch mal ganz gut. Ja, allerdings hier, ich weiß jetzt auch nicht, ob man das in der Kamera wieder so gut rüberkommt. Hier gibt es auch ganz minimale Abschürfungen oder sowas ähnliches. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut hier. Also das Titanium-Case hat man schon etwas gelitten, Anführungszeichen. Das kann man übrigens wieder, wenn man es will, ganz einfach rauspolieren. Also das ist nur ganz oberflächliche Abschürfung. Das kann man rauspolieren, das sieht dann wieder wie neu aus. Ansonsten habe ich jetzt hier mal nach das Original Sportarmband mal drauf gemacht, was Apple kostenlos mitliefert. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Es ist angenehm weich. Ja. Also dafür, dass man es kostenlos mitbekommt, ein schönes, gutes Sportcase. Und ich glaube, nicht jeder hat damit gerechnet, dass er das kostenlos mitbekommt. Ansonsten hat übrigens hier die Apple Watch übrigens auch noch eine höhere Garantie als in der Titanium-Version, in der Edition. Und zwar nicht nur ein Jahr Garantie, sondern 2 Jahre Garantie. Halleluja, Apple. Und wer Apple Care Plus macht, der hat auch nicht 2 Jahre Garantie, sondern dann 3 Jahre Garantie. Nobel, nobel. Das steht natürlich nur im Kleingedruckten, das sieht man nicht gleich. Gut, ansonsten, ja, was soll ich jetzt noch großartig zu Apple Watch Titanium sagen? Ich würde sie eigentlich jedem empfehlen, wo vielleicht eine Edelstahlallergie hat. Weil ansonsten, es ist etwas leichter als Edelstahl, definitiv leichter als Edelstahl. Also da brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren. Es ist leichter als Edelstahl, schwerer als Titanium. Ja, mir gefällt die Uhr und ich würde sie eventuell auch wieder kaufen, aber dann das nächste Mal zur normalen Edelstahl-Variante greifen. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.